Der freiwillige Rückgrat 2015 ist der Staatsminister der Finanzen und der Landesentwicklung und der Einwart in Bayern, Markus Söder. In der Wohnung korrekt Aussprachen zu betreiben. Oder gibt es hier noch eine Auszeichnung, wie es sie tatsächlich nur hier in Burglauer gibt? Der Heilige Berg der Franken mit dem Kreuzberg der Franke mit Rückgrat für Markus Söder! Das ist eine große Auszeichnung. Sie haben natürlich einen formalen Fehler gemacht. Sie haben Ministerpräsident angedeutet. Das ist natürlich ganz nicht falsch, aber ich komme damit emotional zurecht. Und ich finde es einen super Titel. Also, natürlich so, ja. Der Franke ist schon ein besonderer Menschenschlag. Das verstehen nicht alle sofort. Eigentlich sind wir im Inneren ja voll euphorisch. Aber es muss nicht jeder merken, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es muss nicht jeder merken. Ja, ja. Der Chines, ja, der kümmt es, ist gewiss. Weil der Chines ein Schlitzohr ist. Wenn er in Chinas Volksmacht erhebt und zum gebremst nach Westen strebt, die Russen einfach einkassiert und bei uns in Franke einmarschiert. Ja, der Chines, ja, der kümmt es, ist gewiss. Weil der Chines ein Schlitzohr ist. Herr Söder, das ist mal was anderes. Endlich wieder mal ein Blunder in Seos, oder? Und nicht von der Frau der Blick zu werden. Das ist hart, oder? Vor allem, ich verspreche Ihnen, ich sage heute nicht einmal du zu Ihnen. Für mich sind Sie immer der Herr Söder, weil der blickt sich leichter. Gibt es wieder Mürster Wein? Wir sind auf dem Tod erschrocken. Mürster Wein, wir haben noch mit Ramsau und Hammelburg zu tun. Aber es war dann beruhigend, in der Zeitung stand, der Wein darf nicht vermarktet werden, man muss ihn selbst trinken. Bürgermeister Streit ist mit Frickenhausen sehr zufrieden. Und jetzt kommt's. Frickenhausen, der mit 414 Einwohnern bevölkerungsstärkste Stadtteil Melrichstadt. 414 Einwohner. Riesig, oder? So ein Stadtteil hat keine andere Stadt wie ihr, oder? Jeder, der so aus Schweinfurt jetzt mal ist und sich für prominent hält, bitte mal Hand hoch. Es sind Schnappschwänze, die Schweinfurter. Kaum ist das Kernkraftwerk abschaltet, schon kriegen sie kalte Füße, oder? Schon soll das Licht ausgehen, aber erst Mitternacht, wir sind in der Rhön, da schon viel weiter, bei uns gibt es die Sternenparks, da geht es komplett aus, dass man die Sterne sieht. Ne? Diese Ortschaften verschwinden von der Bildfläche, Lufthansa-Piloten wundern sich schon, und denken sich, Mensch, da unten war der Mono Elsbach, oder? Wir bekommen ja jedes Jahr Briefe vom Bruder Franz aus Afrika. Und neulich habe ich den Brief zum Pater Stanislaus, auch Pater Stanislaus, der Bruder Franz schreibt wieder, er jammert bitte über Wassermangel in Afrika und der Stanislaus so abfällig, ach,
Hör auf, das macht er jedes Jahr. Habe ich gesagt, nein, diesmal ist es ernst. Die Briefmarke war mit einer Büroklammer am Briefkasten. Und jetzt muss ich wieder fragen, ihr habt das letztes Jahr mitbekommen. Franke mit Rückgrat war er ja 2014, dann 2015 die Frau Bär, 2016 der Herr Söder. Und wir hatten immer vor, dass wir von euch immer eingeladen werden, entweder nach Berlin oder nach München. Es hat sich immer noch nichts getan, Frau Bär. Ja, ich werde den Finger immer wieder in die Wunde legen. Das müssen wir halt auch mit dem Söder vor, ne? Die Frau Bär ist natürlich die Facebookerin schlechthin, das Ding glüht doch heute schon wieder, oder? Vor ihrem Ministerium ist sie gestürzt, das ist die Schlagzeile schlechthin, oder? Sie schlägt sich die Knie auf, wie wir vorher früher immer gesagt haben. Was macht sie, bevor sie das Pflaster drauf macht? Fotografiert sie ihr Knie, das hat geblutet, das hat ausgesehen und schreibt eben in Facebook, habe mir das Knie aufgeschlagen. Das erinnert mich an die Warnung der bayerischen Feuerwehren, wenn ihr Haus brennt, verlassen Sie es bitte, bevor Sie es posten. Neulich, ich weiß nicht, habe ich mich getäuscht in der Zeitung, waren Sie bei Netanyahu mit am Tisch? Wieso sitzt man da als Staatssekretärin Verkehr, Infrastruktur mit am Tisch bei Netanyahu? Soll eine Straße nach Israel gebaut werden? Bitte? Ihr Minister ist nicht gegangen, wahrscheinlich wollte er wieder mit seinem Elektroauto hinfahren und ist laut. Das war unser Jubiläumsdeplänkel in der Region Main-Rhön. Ich hoffe, es war wieder unterhaltsam und schön. Erzählt mir auch künftig Anekdoten. Kommt ins Kloster, trinkt ein Maß. Dann haben wir hier in Burg Lauer auch 2017 wieder Spaß. Und zum Deplänkel im Allgemeinen, da will ich wieder sagen, selig, die um des Spaßes halber erblickt werden, denn ihrer gewiss ist die Schadenfreude. So ähnlich spricht der Herr, schreibt der Evangelist Matthäus. Damit schließe ich. Vielen Dank, euer Bruder Eliseus. Dankeschön.